Oh, super, zack. Hier muss ich gucken, dass die Pfoten unten bleiben. Ich versau mir noch gar nicht, ich kann jetzt experimentieren. Warte, hinsetzen. Da sitze ich hin. Super, jetzt gehe ich erstmal so hin, ja, um erstmal wieder schön zu klickern. Also, oder ich kann jetzt hier Klick-Futter, ich kann auch einfach nur Futter, wie ich das gerne machen möchte. Ja, das ist dann so, ne? Also, wenn man sagt, man will gerne. Super. Ich füttere rechts und links. Normalerweise, das ist was runtergefallen, das ist jetzt blöd. Akzeptiere, dass er jetzt wieder sagt, oh, das ist mir unangenehm. Das Vorsitzen ist eigentlich nur unangenehm. Genau, und Vorsitzen ist eine unhöfliche Position. Normalerweise, wenn ich jetzt einen Hund habe, der ist gut sozialisiert, der respektiert meine Dominanz, sage ich jetzt mal. Ja, deswegen geht er mir weg. Jetzt möchte ich aber ja gerne, dass er das macht, weil in der Prüfverordnung steht, dass ich das machen muss. Weißt du? Huch! Schön, komm, schau mal, hier ist es. Ich hab's. Sitze. Das resultiert, jetzt nehme ich erstmal mich raus, indem ich mich seitlich stelle. Ich akzeptiere sozusagen seinen Schonraum. Jetzt gehe ich erstmal ein Stückchen näher. Bin aber noch seitlich, dass er noch nicht blockiert wird von mir. Weil das Blockieren ist ja das Unhöfliche. Jetzt stelle ich mich spielerisch hin. Klick. Oh, toll! Gib Futter, geh wieder weg. Ja? Das heißt, er muss gar nichts machen und ich werde unhöflich. Aber ich mache das Unhöfliche nicht.